Ein Feuer ist der Motor für das, was man tut. Wenn man kein Feuer hat, brennt man nicht und dann kann man die anderen auch nicht begeistern. Wenn du vor einem fertigen Projekt dann stehst, dann macht dich das extrem stolz. Bei der Habo habe ich einfach direkt erkannt, da möchte ich hin und da gehöre ich hin. Super! Das Konzernunternehmen der Habau deckt viele Sparten einer modernen Bauindustrie ab. Hochbau, Tiefbau, Pipelinebau, Stahlbau, Holzbau, Fertigteilbau, Untertagebau, Stahlbauanlagen. Und das ist eine enorme Spielwiese. Was uns unterscheidet von anderen Firmen ist, dass wir sehr kurze Wege haben. Ich würde es als sehr flache Hierarchien beschreiben. Wir sind ein total junges Team bei uns auf der Baustelle. Meine Chefs sind 3-4 Jahre älter ungefähr als ich. Eines meiner Lieblingsprojekte war Residenz Adela. Die neue Donaubrücke in Linz. Die höchste Lärmschutzwand Österreichs. Die U2-U5-Baustelle beim Rathaus. Wir haben einen sehr offenen Dialog und das sieht man auch besonders bei unseren Meetings. Die Personen, die ich kennengelernt habe am ersten Tag, die waren sehr aufgeschlossen und interessiert an den Studenten generell oder auch an mir. Der Spirit, es ist sehr familiär. Wir sind ein People-Business und deswegen geht es vorrangig um die Menschen und um die Freude beim Arbeiten. Ich sehe einfach da die Möglichkeit, dass ich extrem viel dazulernen kann. Ich an deiner Stelle würde mich bewerben.